Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt hier auf diesem Channel. Ich habe mir mal gedacht, spiel doch Railroads. Ich habe das nämlich vor kurzem erst gesehen und daher ich Züge liebe. Und dieses Spiel etwas Besonderes hat, denn man legt nicht eine Bahnstrecke oder sonst irgendwas, so wie man es eben kennt von Cities Skylines oder von Transportfieber oder sonstigen Sachen. Nein, es spielt praktisch in der Ego-Perspektive, was ich gesehen habe. Und man baut die Bahnstrecke selber. Und das ist richtig geil. Da habe ich mir gedacht, komm, hol's dir doch einfach und spiel's mal. Es kam anscheinend Anfang Oktober, also 1. Oktober raus. Hab's aber erst vor 2 Tagen gesehen. Und richtig geil. Ich habe es schon mal eingestellt, wie ihr sich hier sehen könnt. Alles wunderschön auf episch. Wir sehen gleich, ob das Spiel zusammenstürzt. Läuft anscheinend auf der Unreal Engine. Und es ist ein Online-Game. Daher müssen wir uns jetzt den Server erstellen. Den nennen wir einfach mal Let's Play. Aber die Sache ist, wir vergeben ein Passwort. Kann man das jetzt sehen, das Passwort? Ja, das Passwort kann man sehen. Okay, gut, dass wir nicht live sind. Ich werde es einfach mal rauscutten, das Passwort. Und dann, maximale Spielerzahl, 1 Person. Server starten. Jetzt bin ich mal gespannt. Es lädt. Und ich bin dem Spiel beigetreten. Ich habe 0 Ahnung von dem Game. Ich habe das, wie gesagt, erst gesehen. Heute geholt. Und eine Stunde später spiele ich es einfach mal an und bin gespannt, wie es ist. Also ich merke schon, es läuft schon mal sehr performant. Es läuft schon mal sehr performant. Also, oh, schau mal, das sind überall Bahnstrecken. Oh Mann, ich glaube, ich würde so viel Spaß mit dem Game haben. Meine lieben Freunde. Denn das Interessante ist, wie ihr sehen könnt, wir können die Züge selber fahren und, warte, ich muss kurz nochmal in die Grafikeinstellungen, weil, gibt es hier Anti-Aliasing? Weil ich sehe Bildflackern. Natives Vollbild gibt es ja auf jeden Fall. Episch, individuell. Es gibt ja aber kein Anti-Aliasing. Steuerung. Ah, wunderschön. Muss ich mir dann nochmal anschauen. Ton habe ich auf jeden Fall so gut eingestellt. Weiter. Okay, gibt's nicht. Da müssen wir mit den Bildflaggern leider leben. Aber es sieht schon mal gut aus. Da vorne ist auch noch was. Was ist denn das? Bei der M. M ist Map. Wir können aber nicht rauszoomen. Wir können auch nicht reinzoomen. Wir können sneaken. Okay. Tab ist. Okay, die normale. Tab. Liste. Hallo? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ach, schließen. Ja, ich bin gerade nicht mehr rausgekommen. Ist das unser Bahnhof? Versteht ihr? Freight Depot. Können wir da rein? Können wir es öffnen? Können wir das machen? Gibt es einen Eingang? Und ich muss sagen, ich glaube, wir werden mit diesem Game sehr viel Spaß haben. Nein, da können wir nichts machen. Da vorne ist auch anscheinend eine Bahnschiene, die da lang führt. Eine Sache, die auf jeden Fall interessant wird, ist, okay, wir können nicht rein. Das ist einfach nur eine Hütte, die eine normale Hütte ist, wo wir nicht reinkommen. Okay, da frage ich mich aber gerade. Wir gehen mal ganz kurz in die Steuerung. Denn ich habe 0 Ahnung, was man hier macht. Man kann Gleise bauen und so und selber, glaube ich, die Fahrzeuge steuern. Sieht man hier mit F, da kann man ins Fahrzeug einsteigen. Fahrzeugmenü an, aus. Okay. Laufen, ducken, nach links, rechts. Lehnen. Warum sollten wir uns lehnen können? Wahrscheinlich aus dem Zug raus.
Interaktionshilfe, Spielerinteraktion, Landkarte, Spielerstatistiken, Spielerliste, Objekt werfen. Konstruktionsmenü ist G. Kurvenradius vergrößern, verkleinern XY, Steigung vergrößern. Okay. Also G. Man kann nicht Escape drücken. Das kritisiere ich gerade noch. G. Okay. Aufgleisen, abreißen, abholzen. Erdarbeiten. Getriebsgebäude, Brücken, Schienen und Fahrzeuge. Respawn. Abholzen. Bumm. Und das war's. Kann man das Ding auch sägen? Okay, geht nicht, schade. Dann fällen wir einfach mal die Bäume, oder? Ich glaube, die wären ja dann sonst im Weg. Würde ich mal so schätzen. So. Weg mit dem Fusch hier. Den hier auch. Hierhin würde ich da tatsächlich noch stehen lassen. Vielleicht stört er auch gar nicht. Vielleicht stört er nicht. Geh. Bitte geh. Geh, dankeschön. Okay, wenn wir jetzt auf Fahrzeuge klicken. Den haben wir ja, den Frachter. Haben wir auch die Möglichkeit, Dampf... Oh, oh. Okay, mehr geht nicht. Was sind denn das für fette Loks? Also klar, sind es keine Stromloks. Strom vor allem. Aber das sind schon... Ich würde dir testweise mal... platzieren Schornsteine. Dann können wir die verschiedenen Schornsteine machen. Scheinwerfer gibt es nur zwei. Machen wir den hier. Bestellen. Kosten zu hoch. Wie viel? Moment. Anscheinend mit Kosten. Wie viel Kosten haben wir denn? Da war doch was mit Spielerstatistiken, oder? Da war irgendwas mit Spielerstatistiken noch. Irgendwas. G ist Konstruktionsmenü. Objekt platzieren. P. Hier. P. Level 1. Kapital sieht man da, XP, Arbeitgeber. Okay, das bedeutet aber, wir haben 1000. Die sind ja alle zu teuer. Was aber nichts macht, weil mir einfällt, wir haben doch die hier noch. Wir haben ja diese Lok, die hier ja steht. Exakt. Regler. Ah, wir können so einfach reinlaufen. Pfeife. Wahrscheinlich muss man die erstmal anmachen. Okay, es ist schon geil. Also, es ist schon geil gemacht. Okay. Und tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen langweilig wird. Ich versuche mich gerade so ein bisschen in das Spiel einzugrooven, weil ich noch nicht ganz genau weiß, was wir genau machen müssen. Aber ich glaube,
wir müssen einfach Bahnschienen bauen und die Sachen hier hin und her schieben. Ha, da drüben haben wir ein Holzfällerlager, Sägewerk. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen erstmal eine Bahnschiene von dem Holzfällerwerk oder Holzfällerlager zum Sägewerk. Oder? Aber andererseits, es fehlt mir halt auch so ein bisschen das Krollen. Man kann hier irgendwie nicht... Mir fehlt irgendwie das Krollen. Wir haben zwar so ein Menü, aber die Bahnschienen jetzt direkt dahin zu verlegen, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, jetzt könnte interessant werden. Weil ich so gut wie keine Ahnung habe, aber das ist doch schon vorgegeben hier, oder? So aus, als ob wir hier geradeaus wissen. Und dann noch nach links. Ist halt nur die Frage, wie viel die Schienen kosten. Ach so. Ach so. Gleisdeck. Erdarbeiten. Okay. Schienen. Machen wir es einfach mal. Snap die an. Yo, das sieht halt ein bisschen merkwürdig aus. Was passiert, wenn wir... Das kann geil werden. Ich bin zuversichtlich. Das wird eventuell nur ein bisschen kompliziert mit dem Bauen. Wahrscheinlich sehr kompliziert. Aber... Das kann so eigentlich nicht sein, oder? Weil wenn wir jetzt doch mal ehrlich sind... Warte, ich reiße es hier nochmal ab. Das hier auch. Das hier auch. Wenn wir jetzt doch mal ehrlich sind. Es ist ein geiles Konzept, aber... Wenn wir nur so bauen können, jedes Mal die Bahnschiene... Dann sind wir doch morgen noch beschäftigt. Oder nicht? Es ist schon geil, keine Frage, aber... Dann sind wir doch wirklich noch bis morgen dran. Am Geschehen. Und was mich auch so ein bisschen stutzig macht, wir haben halt, glaube ich, keine Arbeitsanweisung. Es gibt, glaube ich, keine Arbeitsanweisung. Da oben rechts ist ein Streifen. Oder gibt's was? Ist auf jeden Fall hier nach links ducken und so weiter. Fahrzeug einsteigen. Regler öffnen. Okay. Interaktionshilfen. Würde ich einfach mal anmachen, testweise. Kann man jetzt schon mal drücken. Keine Ahnung, was passiert. Nichts. Landkarte. Spielerstatistik, Spielerliste, Objekt werfen, Objekt platzieren, Kurvenradius, Steigung, vergrößern, verringern. X.
weil ich es jetzt sehe. X. Okay. Vielleicht müssen wir aber auch hier erstmal eine Bahnstrecke hinbauen, weißt du?